gerade schon angesprochen, der Insider hat es auch gesagt, sportmäßig im Tor bist du nicht die Granate. Ja. Was war da los? Ich habe noch nie in meinem Leben Fußball gespielt, also ich war nie in einem Fußballverein, war nie Fußball interessiert, leider. Was heißt leider? Für viele vielleicht leider. Und wir haben eine ganz gut befreundete Band aus der Schweiz und mit der treffen wir uns einmal im Jahr und spielen Fußball und grillen zusammen und da musste ich dann ins Tor, weil ich nicht Fußball spielen kann, dann dachte ich, im Tor kann ich vielleicht was machen. Nee, das ist nämlich ein ganz klar. Die Dicken kommen ja auch immer ins Tor oder die nicht laufen können oder so. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen die Bälle besser halten können. Ja, eben, aber ich musste jetzt ins Tor, weil ich überhaupt nicht spielen kann. Ich treffe den Ball bist aber auch echt nicht. Bist du nicht sportlich? Doch, sportlich glaube ich du schon. Du siehst also, nämlich nicht unsportlich aus, finde ich. Nein, ich mache schon Sportarten, aber Fußball hat nie dazu gehört. Also du? Alle Ballsportarten, also Motocross fahren, klettern gehen, solche Sachen. Okay. Aber Ballsportarten haben nie dazu gehört. Basketball spielen nie. Ich hasse Basketball, wenn die dann schon auf mich zugerannt kommen. Und ich habe mir immer gedacht, komm, nimm den Ball, hau rein, ich setze mich auf die Bank. Ich habe das so gehasst, furchtbar. Aber Geräteturnen auch zum Beispiel, aber sowas müssen ja Männer nie machen. Ja, doch, mussten wir schon machen. Ja? Ja. Für dich ist das ja noch ein richtiges Thema, weil ich jetzt für mich so, also Schulsport, also für, dann, aber für dich ist das schon noch richtig Thema. Du hast Sport, was gehabt, Leistungskurs? Nee, Sport war Grundkurs, aber das war eine, damit konnte ich einer schriftlichen Prüfung ausweichen und dann habe ich Sport. Und was waren deine Leistungskurse? Deutschleistungskurs und dann wurde ich noch geprüft in BWL, VWL, das ist so Volkswirtschaftslehre. Und ach, okay. Ich war ja auf dem Wirtschaftsgymnasium, das war mein zweiter Leistungskurs. Okay. Und dann Mathe natürlich, was das ganz pflichtiges Fach ist, ja. Und dann Sport. Und was war die Prüfung, die du geschrieben hast, nachdem du nachts um 1 Uhr das war eine praktische Sportprüfung. Ach, das war eben. Und dann hatte ich noch einen Monat Zeit zum Üben für und zum Lernen. Zum und hast du es hingekriegt? Ja, habe ich hingekriegt. Was hättest du gemacht, wenn du es nicht geschafft hättest? Keine Ahnung. Dann hätte es ein bisschen düster ausgesehen. Ja, das wäre blöd gewesen. Also vor allem ein Jahr wiederholen ist dann natürlich schlecht. Hättest du nochmal wiederholen können? Also ich hätte es, ja, ich bin noch nie sitzen in meinem Leben. Und deswegen hätte ich sicher wiederholen können. Ach so, ja, dann ist es eigentlich okay. Aber haben die dich da irgendwie gesondert behandelt? Oder war das irgendwie blöd? Oder wolltest du Sonderbehandlung? Nee, oder? gar nicht. Also es war nur, wir haben uns nur überlegt, wenn ich Sportprüfung habe in einem Stadion im Sommer, dann wird es vielleicht schwierig, wenn ich den Grand Prix gewonnen hätte. Ja. Dann wäre es vielleicht ganz schwierig gewesen, am nächsten Tag ganz normal Sportprüfung zu machen, ohne dass Kameras da stehen würden. Stimmt. Und da haben wir uns überlegt, ob man dann ausweichen muss, wenn man sowas schafft oder so, aber sonst gab es keine. Und das ist cool, deswegen hast du extra nicht gewonnen? Ja, deswegen habe ich auch den 8. Platz gemacht. Echt, sogar? Das weißt du, das ist mal einfach, dass man mal sagt, ich komme der Schule auch mal entgegen. So. Nein, war verrückt. Wir haben eine Feldsportplatte. Eine Feldsportplatte. Weil ich weiß, dass du es gern deftig magst. Das ist ja geil. Also ich trinke wenig Bier, aber ja, wenn, dann... Doch, hier kannst du jetzt mal ein bisschen Gas geben. So, eine Feldsportplatte. Weißt du, was ja das Lustigste ist, was mir je passiert ist? Ich bin ja der verfressenste Mensch der Welt und ich hatte einmal einen sehr religiösen Freund mit einer ebenso religiösen Familie. Und ich glaube, man sagt in der katholischen Kirche zur Abendmesse Vesper oder so. Und die sagte, gehst du mit zur Vesper? Und ich so, oh ja klar, weil ich das so geil, was zu essen. Und dann saß ich da rum in der Kirche und habe zugehört bei der Orgel und dachte mir, was ist hier los, wann werden endlich die Oblaten gereicht? Aber es gab, Mann, echt. Aber ich bin nicht getauft. Ich muss das ist ja saugeil. Saugeil, oder? Mhm. Mh, die kleinen Zwiebelchen. Das erinnert mich so an früher Abendbrot. Abendbrot mit den Eltern. Wo habt ihr das her? Wo haben wir das her? Das hat eine lange Reise und hinter sich unter Umständen. Schwarzwald. Genau. Du bist ja, ich weiß, es ist langweilig, aber man muss es einfach ansprechen. Sohn aus einem kinderreichen Hause, du hast 5 Geschwister. Mhm. Und 2 Eltern. Und 2 Eltern. Und das haut mich um. Die alle mit M anfangen, einer mit S. Genau, da weiß ich nicht, was schiefgelaufen ist. Also das ist auch der älteste meiner Brüder und danach die folgenden kommen dann alle mit M, das stimmt. Das ist lustig. Der erste hieß mit S und dann haben sie so gesagt, nee, jetzt alle weiteren S mit ja S ist doof, blöd, dann machen wir alle weiteren mit M. M. Ja. Cool, sehr lustig. Die mit M und M's haben die gehabt, glaube ich. bist du älter oder jünger? Oder? Ich bin genau in der Mitte. Ja, das ist doch immer schwierig. Die sind zerrissen. Die wissen immer nicht, an was sie sich orientieren sollen. Ziemlich genau in der Mitte. Ja, aber es war ganz cool. Also ich hatte jüngere Geschwister, auf die ich aufpassen konnte und ältere, von denen ich Schläge bekommen habe. Und aber es war ganz gut, weil man natürlich dann irgendwie, man ist nicht mehr das Nesthäkchen, auf das alle neidisch sind oder die Eltern fixiert sind. Ja, und man ist auch nicht der Älteste, der immer am meisten Verantwortung trägt und der alles testen muss sozusagen. Also ich war ganz gut mit der Position zufrieden. So. Ich finde das großartig, weil ich glaube, Leute, die so viele Geschwister haben, wirklich sozialere Menschen sind. Ich bin Einzelkind. Ich ja, muss mir das immer anhören. Gedacht.
Ich bin wirklich, glaube ich, ich finde eigentlich nicht, dass ich so egoistisch bin, aber ich muss mir immer anhören, auch in Beziehungen, ja, du bist Einzelkind. Echt? Das ist schrecklich. Das habe ich aber noch nie als Argument gehört oder verwendet oder so. Ehrlich nicht? Nee. Okay. Doch. Und auch. Ich kann es fürchterlich. Wir haben harte Fragen an dich. Ich würde sie gerne jetzt vor Augen haben, weil man schreibt mir die immer so nett mit unserer elektrischen Schreibmaschine, die Johanna benutzt. Seit neuestem, früher alles handgeschrieben, jetzt haben wir diese Schreibmaschine. Gott sei Dank. Aber ich habe meine Karten ja vergessen. Deswegen kann mal jemand bitte sagen, wenn es hier zu weit auseinander klafft, wäre sehr freundlich. Deswegen gucken wir uns jetzt mal die harten Fragen an. Hallo Max, warum machst du eigentlich so ein Geheimnis aus deinem Abiturdurchschnitt? Max, hat dich der plötzliche Rummel vor dem Grand Prix nicht tierisch gelangweilt? Sag mal Max, tust du alles, was dir der Rab sagt? Max, wohnst du noch mit deinen 5 Geschwistern zu Hause? Max, findet deine Freundin den Text einer neuen Single nicht so krass? Hallo Max, wer ist denn das heiße Mädel, was dir in deinem neuen Video so genüsslich ins Ohr stürmt? Sehr geile Frage. Inge Meisel lebt! Wer ist das Mädel? Die Frage möchte ich offen lassen, die gerade um diese Sache gehen im Video, weil ich finde, gerade mit Charts of Weiß habe ich so einen Titel getroffen, für mich auch, der relativ viel Interpretationsfreiraum offen lässt. Okay. Und dann finde ich es auch ganz wichtig im Video. Und es hat auch niemand, also finde ich, ist auch nicht so interessant, also spielt keine Rolle, wer das ist. Nee, das finde ich eigentlich auch. Aber du musst ein bisschen aufpassen, weil wenn die nämlich gut ist, dann kriegt die nächste Woche eine Sendung auf Pro7. Das stimmt. Weißt du? Und so, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das stimmt. Dann wieder. Aber du hast das Video noch nicht gesehen. Da überholen einen nämlich dann die Darsteller, die Statisten aus der 10. Reihe, die stehen irgendwann vor dir und sagen, wir halten mal das Kabel ein bisschen höher. Damit. Genau, so, genau. Ja, so läuft es nämlich. So, dann war noch eine Frage, ja, müsste man sich jetzt merken. Abi? Abi-Schnitt? Den möchte ich wirklich geheim halten, weil... weil? Aber, nein, ich habe es ja geschafft, das ist ja das Wichtigste. Okay. Aber es ist kein Schnitt, auf den ich stolz sein kann, aber auch nicht, für den ich mich zu schämen habe. Besser, als ich gedacht habe. Mhm. Und, also 3,8. Okay, das macht nichts, weil es ist scheißegal. Keine Sau wird dich jemals nochmal danach eben fragen. Genau, darum geht's. Ich hatte 2,6. Schön. Hat trotzdem nicht gereicht für das Studium, was ich machen wollte, weil da hätte ich irgendwie 1,3 haben müssen. Das ist ein Killer. Hier sind auch Soziologen heute. In der ersten Reihe. Meine Kollegen aus wo? München. Genau. Ah, okay. Ich habe Soziologie studiert. Mal, willst du studieren? Nö. Ich wollte schon studieren. Ich wollte irgendwas im sozialen Bereich auch machen. Mhm. Was und, heißt das? Und ich habe mich nicht wirklich festgelegt, aber irgendwas mit Jugendlichen. Irgendwas mit Jugendlichen. Es gibt auch so Einrichtungen. Aber nicht nur jugendliche Frauen. Nein, warum jugendliche Frauen? Nee, oft ist es ja so, dass man, wenn man irgendwas mit Jugendlichen heißt, dann irgendwie Hauptsache in einer Jugendherberge arbeiten, wo jeden Abend 16-jährige mittellose Australierinnen absteigen. Nein, das gar nicht. Okay. Nee, gar nicht. Gut. Aber ich habe dann jetzt natürlich jetzt den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der natürlich viel damit zu tun hat, mit vielen Zufällen sozusagen zu tun hat, also mit der Castingshow. Und deswegen habe ich jetzt natürlich keine Möglichkeit zu studieren, weil ich viel zu viel zu tun habe. Ja klar, man vertraut dem ja auch nicht so richtig. Wenn du mit zurückgebliebenen Jugendlichen arbeiten möchtest, dann könnte ich dir ein Praktikum in unserer Firma anbieten. So, wir machen jetzt ein wahnsinnig lustiges Spiel. Auch da habe ich leider die Karte verloren. Danke, das wäre schön, dass ich das... Wir haben ja glücklicherweise noch einen handgeschriebenen Ablauf. Und zwar heißt es der Helium Grand Prix. Und als ich das gelesen habe, da musste ich schon so wahnsinnig lachen. Weil das ist nämlich wirklich lustig. Also, hier steht, Max gewann bei Stefan Raab durch seine hervorragende Stimme. Heute tritt er zum zweiten Mal beim Grand Prix an, dieses Mal allerdings gegen Barbara. Die beiden müssen jetzt eine ordentliche Ladung Helium aus dem Luftballon saugen und danach 3 ausgesuchte Lieder zu schmettern. Das Publikum entscheidet am Ende durch Applaus, wer den Contest gewonnen hat. Sehr, sehr lustig. In der letzten Sendung hat man sich des Weiteren darüber mokiert, nicht nur über mein schlecht sitzendes pinkes T-Shirt, sondern auch darüber, dass ich immer Witze über Oralsex machen würde. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich im Zusammenhang mit Max noch nicht ein einziges Mal in dieser Region geforscht oder sonstiges unternommen. Und auch jetzt, während wir an einem dicken Luftballon saugen, wird mir keinerlei Bemerkung in diese Richtung... sollen wir nicht so einen Brotzeitteller mal mitnehmen? Aber das ist auch doof, ne? Dann ja, aber dann... Dann kommt so viel Schnitzel viel in den Ballon da rein. Wir ziehen jetzt immer Karten, oder wie? Ihr könnt euch was aussuchen.
Ja, was ist, wenn ich das Lied nicht kenne, was ich da singen soll? Das kennt man, oder? Wir müssen das nicht blind machen. Ich teile einfach auf. 3-3. So. Cool. Ich habe Max Smoke. Opus Live is Live. Geil. So. Ich fange mal an, oder? Oh Gott. Und jetzt muss ich das hier unten so abziehen. Wie? Das abmachen. Oh geil. Warum ist das so? Warte. Was ist, wenn er... Heb ihn fest und fliegt er weg und dann... Die folgenden Sendungen verschieben sich. Soll ich dir helfen? So, aber jetzt muss ich es festhalten. Okay. Vielleicht ja, mache ich Max zum Schluss. Sollen wir nicht zusammen singen? Das finde ich viel besser, wenn wir... Nee, weil es ist ein Contest, ja, verstehst du? Es ist ein Contest und ich will gewinnen. Kenn ich Contest. Ich heiße nämlich Corinna May und ich sage, ich will gewinnen! Achtung! Live! Nochmal, oh Gott! Oh Gott! When we are in the tower, life is life! Ich bin Michelle! Wie geil! Okay, also, okay, ich, mehr kann ich nicht, jetzt musst du, das ist wahnsinnig lustig. Okay. Das Lied habe ich übrigens, meine Mutter sagt immer, das wäre mein Lieblingslied gewesen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Du musst ausatmen und das dann... Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Nochmal! Ja, aber dann ist er, wenn ich da drei Züge nehme, dann ist er leer. Ja, okay, dann mache ich jetzt nochmal. Okay. Ich bin auch dran. Hallo. Der liebe Lee ist niemals allein. Ich kann auch mein Porträt aufnehmen. Echt geil, ey. Mir ist schon ganz schwummerig. Jetzt du. Ihr dürft aber nicht immer gleich lachen, sonst hört ihr ja nichts mehr. Zu lachen. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Eis. Boah, jetzt ist schon wieder weg. Oh, ich hab noch einen. Just can't wait until tonight, baby. Oh, I love you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby. For being with you. Das ist eine Beleidigung. Hallo, meins ist leer. Jetzt du nochmal. Okay, das dann bei mir nochmal. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Willst du nochmal? Ja. Mach erst trocken. Quatsch, mach erst trocken. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich will mitsingen. Was singst du? I don't know what she's doing or where she's gotta go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Alice, who the fuck is Alice? So, jetzt einfach mal klatschen, weil es war. Bitte nochmal. Sing mal das. I just can't wait until tonight, baby. Till I hold you by my side, baby. Just can't wait until tonight. Also, das ist echt eine Bombe, dieses Spiel. Wir sehen nächste Woche wieder.
und das war einfach mal der Beweis. Weniger ist mehr, Johanna. Nimm ein chemisches Element und wir haben Spaß. Nimm 70 verschiedene Accessoires, die ihr hier zusammenzimmert und es funktioniert nicht. So, mein Gott, was haben wir hier schon gespielt? Sehr geil. Letzte Woche musste ich mit dem Po einen Tampon in eine Flasche einfädeln. Das war das Erniedrigendste, was ich je durchmachen musste. Sah auch so aus, ehrlich. Ich weiß gar nicht. Und dann, ich bewege mich ausschließlich in der feinen Gesellschaft. Was meinst du, was Frau Riekel und Herr Markwort beim Bambi zu mir gesagt haben? Ich war wirklich unten durch. So, jetzt müssen wir noch den Insider enthüllen. Ich darf raten, also ist auf jeden Fall männlich, oder? Ja. Und er ist kein Schweizer, ist Deutscher. Stimmt. Dann ist es Matthias Röntle und zwar der Bassist von Project 5. Von Project 5, deiner ehemaligen Band. Ja, das war mir so klar, natürlich. Matthias Röntle, liebe Grüße an dich und sehr, sehr geil. Ja! Sehr gut. Matthias hat uns das verraten. Es war nicht so wahnsinnsergiebig, aber ja, was anderes mal. Nein, nicht hier. Das hier. Was? Schicht im Schacht. Schicht im Schacht? Ja. Doch, mit dir war es sehr ergiebig, Dankeschön. Kann ich dir Dankeschön. Sagen. Ich möchte nochmal allen diese CD ans Herz legen. Und wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, dann würde ich dich doch einfach bitten, die für mich zu unterschreiben. Natürlich. Ich tue das ja nicht häufig. Letzte Woche von Sheena White habe ich mir auch ein Autogramm geholt. Liebe Barbara, was schreibst du? Ach so, okay. Während Max noch schreibt, verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Blondes Gift. Dann kommt... Max. Wissen wir noch nicht. Aber wir sind zuversichtlich, jemanden zu finden. Ansonsten laden wir Kader Loth noch mal ein. Die war nämlich auch der Brüller. So. Max, hallo. Hallo. Tschüss. Ach so. Wir sind schon am Ende unserer Show. Aber dir muss ich ja nicht tschüss sagen. Nee. Tschüss. Wir sehen uns ja gleich. Wir sehen uns hier gleich noch, aber für die Kamera. Ach so. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Mein Gott. Oh. Bis nächste Woche. Applaus wäre jetzt schön. Das war Blondes Gift. Präsentiert vom Peugeot 206. Heute im Popclub Nils Butterberg, erste Platte Cameo, Word Up. Andy Bell, erste Platte Lane Lovitch, Lucky Number. Gitar Sachs, erste Platte Peter Maffay, Steppenwolf. Britta von Nojewski, erste Platte Queen, Bohem.